Hallo ihr Lieben. Ja, ich versuche mich heute mal an einem Tutorial und zwar an dieser Schubladenbox, die ihr ja schon ein paar Mal gesehen habt, die ich ein paar Mal, nee, noch gar nicht, ne? Nee, die damals habe ich nicht gezeigt und die für meine Schwester auch nicht. Ich gucke mal, ob ich es hinbekomme, ein Bild einzublenden. Und dann mache ich das. Dieses Video, ich traue mich das auch noch nicht so in eins zu filmen. Ich werde das etappenweise filmen. Und dann werden die Übergänge so ein bisschen, das, ja, das werdet ihr dann sehen, so ein bisschen ineinander laufen. So, jetzt habe ich es. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Das ist ja doch schon ein größeres Projekt als das, was ich bisher mal so gemacht habe. Ich habe hier auf jeden Fall schon was vorbereitet. Und zwar einmal hier diese Box und die Schublade. Und dass das ineinander kommt, man kann dann halt ein so eine Schublade nehmen oder man kann noch eine zweite oben drauf kleben. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal dieses eine Teil. Ich setze mich mal hin, dass wir dieses Teil hier machen. Und nee, wartet mal, ich stehe noch mal auf. Hier habe ich die Maße aufgeschrieben. Kann man die sehen? Das ist in der Breite 7 Inch, entspricht 17,8 Zentimetern. Und in der Länge, oder wie auch immer man das sehen will, Breite, Länge, wie auch immer, 8,1, 8, oh Gott, ich bin echt nervös, 8,5 Inch entspricht 21,5 Zentimeter. Und dann wird an beiden kurzen Seiten und an einer langen Seite mit 1,5 Inch bzw. 3,8 Zentimeter gefalzt. Das habe ich schon vorbereitet, weil ich glaube, schneiden und falzen brauche ich nicht zeigen. So, davon machen wir zwei Stück. Wie ihr seht, die sind identisch. Wir nutzen sie nur verschieden. Und zwar das eine, da schneiden wir die beiden Ecken gleich raus. Ich schneide immer ganz gerne, bevor ich falze. Und zwar schneide ich nicht hier an der Innenseite, sondern ich schneide an der Außenseite. Im Prinzip die Falz schneide ich dann mit weg. Und ja, zu dem kommen wir später. Wir machen erstmal dieses hier. Ich setze mich mal eben hin und schneide, wie gesagt, hier an der Innenseite. So ruhig. Ich habe normalerweise immer Musik laufen im Hintergrund, wenn ich bastel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Bei Schwarz sieht man das natürlich auch immer schlecht, aber ich habe da so eine Idee. Das mache ich aber morgen. Heute wird es einfach schon zu dunkel. Und ja, ich schneide nicht schnell. Ich bin ein langsamer Bastler. So, und dann falzen wir. Wir falzen, also wir knicken jetzt nicht hier. Hier haben wir ja nach innen gefalzt, so rum. Das heißt, hier ist so eine kleine Kuhle. Niemals so rumklappen, sondern immer hier, wo die Beule ist, das nach innen, weil sonst das Papier reißen kann. So, und dann falzen wir hier einmal, ich hoffe, ich bin im Bild, alle Seiten. Hier brauchen wir jetzt auch keinen Kleber oder so dran, das bleibt so. So, dann kommen wir jetzt zu diesem Teil. Hier ist genauso gefalzt wie da. Es ist alles ganz genauso, auch diese 1,5 Inch, beziehungsweise wie viel Zentimeter habe ich gesagt? 3,8. Auch an beiden kurzen Seiten und an der langen Seite. Ich habe jetzt schon doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Und zwar hier schneiden wir jetzt nicht diese beiden Vierecke raus, sondern hier müssen wir Klebelaschen schneiden.
Das heißt, wir kleben, wir schneiden hier rein bis hier, wo sich die beiden Falzpunkte treffen und hier genauso. Dann schneide ich immer noch mal hier ein Stück ab, so praktisch die Hälfte. Wird bei mir natürlich schief, gerade kann ich nicht. Und ich schneide noch mal hier jeweils, ja Quatsch, so schräg rein, dass das hier hinterher nicht übersteht. Na? So, dann schneide ich mal, weil ich finde, dieses ganze, wie man doppelseitiges Klebeband aufbringt und so, das braucht man ja nun nicht zeigen, ne? Hier hatte ich auch erst überlegt, aber ich glaube, das ist doch schon fürs Verständnis einfach ganz gut, das zu zeigen, wo ich hier schneide, als wenn ich das fertig ausgeschnitten habe und euch einfach nur sage, so und so und jetzt macht mal. So, und dann können wir jetzt wieder falzen, auch wieder, hier sind die Huckel innen drin und dann falzen wir wieder. Ich weiß nicht wieso, aber ich lege das immer weg, keine Ahnung. Ich denke mir immer, naja, kannst du ja aufbehalten, aber irgendwie lege ich es immer weg. So, das kleben wir jetzt noch nicht zusammen, sondern wir machen das jetzt folgendermaßen. Da setze ich mich auch gleich hin, ich will es euch nur einmal eben zeigen. Ich gehe mal näher ran. Und zwar legen wir das hier jetzt. Nee, so. So rum hier ran. Und zwar, dass diese Außenkante hier an innen drin an der Falz dran liegt und hier vorne auch gerade übereinander. Ich gehe mal wieder weiter weg. So, ich nehme da auch ganz gerne immer noch mal ein bisschen Flüssigkleber. Erstmal mache ich hier die Dinger weg. So, ein bisschen Flüssigkleber drauf. Manchmal vergesse ich es, manchmal mache ich es. Wie das halt so ist. Oh, ich sehe es hier selber ganz schlecht. So, hier auch gerade aneinander. Und verrutscht. Das so ist, ne? Vorführeffekt. Alleine funktioniert das alles immer ganz toll. So, und dann klappen wir das um. Und dann klebt das. So. Ach so, wenn ich das doppelseitige Klebeband draufgeklebt habe, gehe ich hinterher auch immer noch mal mit dem Falzbein drüber. So, und jetzt machen wir hier das Gleiche. Hier liegt es dann automatisch schon so, wie es liegen soll. Dieses Ding ist Gold wert. Das ist noch, als ich Motivtorten gemacht habe. Ein Werkzeug. Hier ist so eine Spitze dran. Ich arbeite mit diesem Ding einfach furchtbar gerne. Ich muss auch mal gucken, ob ich das noch mal bekomme. Das ist echt toll. So, und jetzt klappen wir das hier auch rum. So. Und hier hinten klappen wir, ich kann die mal eben schnell nach außen klappen,
machen wir hier die Klebestreifen, also die so Dingenskirchen hier mal ab. Das. 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 Und das. So. Und jetzt müssen wir als allererstes, also einmal müssen wir natürlich gucken, dass das gerade ist. Und wir klappen erst diese Lasche, bin ich überhaupt im Bild, diese Lasche, wo die anderen Klebestreifen drauf sind, kleben wir als erstes hier runter. Und zu sehen, dass es gerade ist. So, das klicke mache ich immer noch mal nach außen und dann gehe ich hier immer noch mal mit dem Kleber bei unten rein. So, dann können wir die hier auch abmachen. So, Kleber drauf. Und wir klappen dieses hier auch um. So, nochmal den Kleber nehmen und festdrücken. So, und jetzt haben wir hier zwei Stück, die gleich groß sind. So, die haben wir schon mal. Hier haben wir auch schon mal eine Schublade. Ach so, die machen wir jetzt. Den Kleber brauche ich nicht mehr. Jetzt machen wir die Schublade. Ich meine, das weiß ja jeder von jeglichen Kisten. Hier haben wir, ich stehe nochmal auf, 8,5 x 8,5 Inch, also 20,6 x 20,6 cm. Und wir falzen ringsrum komplett bei 1 3/8 bzw. 3,5 cm. Und hier schneiden wir jetzt rein, wie wir es bei der Kiste gemacht haben, auch hier einschneiden und diese Laschen und gegenüberliegend genauso. Wie gesagt, ich mache das ganz gerne vor dem Falzen, weil man dann einfach hier die Linie besser sieht, als wenn es gefalzt ist. Dann kann man immer so schlecht gucken und so schlecht schneiden. Aber das kann natürlich jeder machen, wie ihm beliebt. Der eine so, der andere so. So, dann. Ja, ich schräge immer ganz gerne an. Muss man nicht, aber kann man. So, dann hier auch. Und man sieht, eigentlich ist das gar nicht schwer. Und am Ende sieht es eigentlich nach viel aus. Ne? Ach so, was ich hier jetzt verwendet habe, ist ganz normaler Tonkarton. Tonkarton? Ne, Fotokarton. Den habe ich immer in Schwarz und in Weiß zu Hause. So. Und das letzte Stück noch. Entschuldigt. Andere machen das so schnell, ratzfatz. Ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß, wenn ich schnell mache, dann mache ich Mist. Und dann geht es kaputt. Auch hier wieder. Hier ist das Tal. Und hier ist der Berg. Und dann drehen wir das wieder um.
und falze. Oh, ich lege es nicht weg. Eigentlich lege ich es jedes Mal weg. So, und das letzte. Ja, und jetzt kleben wir hier eigentlich nur noch zusammen. Und dann zeige ich euch noch, wie ich dieses Loch reinmache, weil da kommt nachher der Griff ran. So. Ich löse immer die beiden gegenüberliegenden, also nicht von dem hier, sondern dass ich immer erstmal ein so eine freie Lasche ranklebe und dann halt gucken, dass das hier, dass die Kante sauber ist. Und dadurch, dass wir jetzt angeschrägt haben, kann es weder hier unten gegenstoßen, noch hier oben irgendwie übergucken. Weil ihr wisst ja, wie es mit dem Falzen ist. Es ist ja doch nicht immer Taco. Zumindest bei mir nicht. Ich kann schief sehr gut, ich kann super schief kleben, ich kann schief schneiden, ich kann schief, kann ich alles sehr gut, ich kann schief singen. Mit meinem Hund Stöckchen werfen kann ich auch nicht anständig. Wenn ich da manchmal die Leute sehe, möchte ich gar nicht wissen, was die denken. So, das Loch mache ich immer rein. Also wenn ich die Schublade aufmache, möchte ich nicht an den Seiten, ich stimme auf, wenn ich die Schublade aufmache, möchte ich an den Seiten nicht diese Klebepunkte hier sehen. Und das wäre ja, wenn ich das so mache, würde ich immer an der Seite die Klebepunkte sehen. Natürlich, man kann innen drin das abkleben, gar keine Frage. Aber wenn man faul ist und nicht abkleben möchte, finde ich es ganz schön, wenn die hier vorne sind und hinten, weil beim Aufschieben sieht man es nicht wirklich, finde ich. So, und deswegen mache ich jetzt hier dieses Loch rein. Also ich habe damals immer mit einem ganz normalen Lineal, also ich bin absoluter Inch-Arbeiter, sage ich mal. Ich mache alles mit Inch. Ich habe mir dann das Tim Holz gekauft, weil das erleichtert mir so dermaßen die Arbeit. So, weil dann kann ich nämlich gleich hier die Null anlegen. So. Und dann mache ich das immer so, dass ich die Mitte suche. Da ist die 3, da ist die 3. Ein Strich. So, da ist die Mitte. Da ist die Mitte und da ist die Mitte. So, dann kann ich das hier verbinden. Und hier habe ich jetzt nicht die Mitte genommen, sondern ich bin hier auf 1,5 gegangen und hier bin ich auf 3 gegangen. Und das mache ich hier genauso. So, 2,5 und 3, also ist hier mein Kreuz. Anders wäre es irgendwie hier ein Stückchen weiter unten. Und ich arbeite noch altertümlich hiermit und dann gehe ich da rein und mache dort auf das Kreuz mein Loch rein. Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, mir eine
Crocodile zu kaufen, aber ich finde die so teuer. Da bin ich einfach zu geizig für. Ja, und dann können wir die hier reinschieben und haben unsere Schubladen. So, hier höre ich jetzt erstmal an dieser Stelle auf. Es wird mir hier zu dunkel. Morgen mache ich weiter. Da bekleben wir dann die Außenseiten. Und später machen wir dann noch hier oben die Isilka drauf. Okay. Dann wollte ich schon sagen, wünsche ich euch was. Aber nee, ich mache hier jetzt an dieser Stelle ja dann den Schnitt und das andere ran. Okay.